Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. Wir bauen gerade das obere Geschoss von dieser Burg, also ganz oben. Ich glaube, das Dach ist das sogar. Brauchen noch zwei Aufträge dafür. Haben fast die Story durch. Ich vermute mal, das wird noch so ein, zwei Folgen gehen, obwohl wir hier noch richtig viele Level haben. Ich glaube, das geht dann doch zu 100 Leveln. Aber ich weiß nicht, ob ich alle zeigen werde oder ob ich nur so lange spiele, bis das Schloss fertig ist. Kann natürlich sein, dass nach dem Schloss noch irgendwas kommt. Sammle alle Münzen, okay. Also, dass das Schloss nicht das Einzige ist, was man hier aufbauen soll, sondern dass da dann noch irgendwie, keine Ahnung, ein Garten kommt oder so. Was weiß ich denn, was die sich noch ausgedacht haben. Alle Münzen müssen wir einsammeln. Okay, was ist das denn für ein Pilz hier? Ach, stimmt, den hatten wir auch schon mal online. Lol, der macht hier einfach Sachen kaputt? Kann man hier rein? Nein. Okay, gib mal... Okay, lame. Hallo? Da ist ja so ein kleines Ding! Oh, hätte ich das mal vorher gewusst. Hallo, kannst du mich mal vorbeilassen? So, das haben wir ja gelernt. Wir werden nicht zerhackselt. Oh, in der letzten Folge haben wir das gelernt. Und jetzt müssen wir hier alles einsammeln, ohne zu sterben. Alter, dieser Goomba. Oh ja, der Pilz wäre ganz nett. Gib mal den Pilz her. Wir brauchen sogar noch irgendwas Neues. Danke. Nee, brauchen wir nicht. Wir müssen da einfach mit unserem Mario rein. Weil der kann anscheinend alles kaputt machen. Das ist so ein Super Mario. Versteht ihr Super Mario? Weil Super Mario... Nein, heißt das ja... Das ist witzig und so. Nicht? Na gut, dann nicht. So, oh, okay. Das wird blöd werden hier, diese letzten 8 Münzen. Aber wenn wir das geschickt anstellen. Ja, genau davor habe ich Angst, dass wir hier hin und her gewobbelt werden. Goomba, geh weg. Ich brauche diese 2 Münzen. Okay. Ja, geschafft. Easy. Lop. Nee, das ist nur Hauptgebäude, zweites Obergeschoss. Das heißt, ganz oben drauf wird auf jeden Fall noch ein Dach kommen. Oh, erster Aufzug, Licht aus, spot on. Willkommen bei dieser einzigartigen Attraktion, junger Freund. Eine Fahrt durch absolute Dunkelheit. Welche Gefahren lauern wohl im Dunkeln? Wenn du das Ziel erreichst, erhältst du einen wertvollen Preis. Falls du das Ziel erreichst. Oh ja, doch, das ist ein 6 von 10er Reim. Netter Zirkusdirektor. Einen netten Preis, wenn du das Ziel erreichst. Doch, finde ich ganz nett. Wollen haben beide nicht dieselbe Anzahl an Silben, der Reim. Das finde ich ganz cool. So. Reimen ist kein Schleimen, denn ohne Schleimen gibt's kein Kleiden. Ich kann nicht reimen. Lalalalalalalala. Hier, stirb. Haha. Okay, wir müssen zum Glück nicht alle Münzen... Oh. So ein Level, wo man alle Münzen einsammeln müsste... Ist auch assig. Also so ein Side-Scroller quasi, wo man alle Münzen mitnehmen muss. Und ich habe schon mitbekommen, dass man anscheinend, wenn man eine Win-Condition einbaut, keine... Hä? Ah. Keine Zwischenflaggen platzieren kann. Ich werde den verlieren. Ja, ist okay. Heißt, man muss das Level dann immer von ganz vorne machen und das ist super dumm. Ich habe einen roten Shell, den schieße ich gleich auf den Typen vor mir. Und dann werde ich Erster. Und dann hole ich mir eine blaue Shell. Und dann treffe ich den Ersten, der jemals in diesem Level war. Und dann habe ich gewonnen. Aber schon wieder ein Sidescroller. Merkt ihr was, Leute? Ich sehe hier so langsam ein Muster in diesen Story-Modi. Tja, ich hatte einen Shell dabei. Hast du nicht mitgerechnet, ne? Komisch. Komisch rotes Ding. Oh, jetzt kommt er plötzlich von rechts. Ich fasse es nicht. Wie sollte man denn die 50 Münzen da unten kommen? Egal. Damit ist auch das zweite Obergeschoss fertig. Klung. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch ein Dach. Yeah! Oh, wieso hast du Angst? Toad, warum hast du Angst? Ich frag dich gleich, warum du Angst hast. Vielleicht hat er ja Höhenangst oder sowas. Oh, sie sagt auch, wir sollen mit dem roten Toad sprechen. Okay, warum hast du Angst? Oh, weh, oh, weh. Es gibt kein Problem, Wario. Das Wichtigste ist, eine Panik zu vermeiden. Also lies bitte einfach das hier. Toads Rettungsmission. Okay, das ist garantiert eine Anspielung an Captain Toad. Ah, der rote Toad wurde entführt. Die Bauleiterin war einen Moment in Stehen eingeschlafen. Deshalb hat sie nichts davon mitgekriegt. Du musst den roten Toad zurückholen, so schnell es geht. Ah. Okay. Kriegen wir doch hin. Ich drück dir die Doom. Ja. Oh, das passt perfekt zu dem Anime, den ich gerade gucke. Made in Abyss. Habe ich ja schon mal erzählt, ne, dass ich den jetzt angefangen habe. Das ist auch so
mystisch oder ja, mystisch fantasymäßig angehaut. Oh, okay, hier hat man gar keine Gravitation. Holy shit, okay, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Was macht er hier in Mario Galaxy, hä? Wie kann er denn entführt worden in die Galaxie? Ist doch cool. Per Anhalter durch die Galaxie. Habt ihr den gesehen, den Film, Leute? Der ist ganz schön cool. Ich werde sterben. Per Anhalter durch die Galaxis heißt das, ne? Nicht durch die Galaxie. Ich glaube, der ist ganz cool, der Film. So, hallo kleine Gubuchen. Ich nutze hier einfach mal alles aus. Man muss halt... Das Schwere an diesem Level ist, dass man... Guck! Dass man irgendwie im richtigen Moment springen muss. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Manchmal springt er hoch und manchmal springt er nicht so ganz hoch. Und dann bin ich gearscht, wenn er nicht so ganz hoch springt. Ich raff's nicht. Ich raff nicht, wann er's macht. Ich finde aber diese... Kannst du da jetzt bitte mal hochspringen? Danke. Ich finde diese kleinen... Diese Modelle von den Toads so süß, wenn die hier in den Leveln drin sind. Und, okay. Tschüss. Okay, ich habe einen Trick rausgefunden, Leute. Man muss einfach die ganze Zeit springen gedrückt halten, dann springt er immer so hoch, wie es geht. Und hier sind diese komischen Todesfische im Universum. Man kennt sie. Man muss das also gar nicht im richtigen Moment drücken. Ich habe immer, mein ganzes Leben habe ich gedacht, ich habe hier sogar mal diese seitliche Attacke richtig gut eingesetzt. Mann, oh Mann, ich lerne ja richtig dazu. Ich dachte mein ganzes Leben lang, dass man immer im richtigen Moment gedrückt halten muss. Oder drücken muss, aber nope, ist gar nicht so. Gut, das war's schon. So, Roter Toad, haben wir dich gerettet. Wer hat dich denn jetzt entführt? Ach, Roter Toad, hast du so hoch gebaut, dass du plötzlich in der Galaxie gelandet bist, ja? Ja, ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Kann vorkommen. Und jetzt, wo der Rote Toad wieder da ist, können wir garantiert das Dach bauen. Yeah, Roter Toad gerettet! Yeah, wir sind alle Beste! Oh, und wir haben nicht genug Geld. Verdammte Hacke. Der Rote Toad ist endlich wieder da! Jetzt soll er endlich wieder arbeiten, aber dafür brauchen wir 500 Münzen mehr. Ein Glück haben wir hier unseren schlauen Block, wo eine Münze drin ist. Aber ein Glück haben wir hier auch noch unsere blaue Kanone, die Münzen wegschießt. Boah, ganze 4 oder waren das sogar 5? Die kriegt man übrigens nicht automatisch. Da war... Hallo, Gurgur. Was machst du? Wieso warst du da drin? Oh, Gurgur hat auch noch eine neue... Quest für uns. Aber die Münzen liegen hier auf jeden Fall einfach rum. 4 Stück waren das. Geil. So, Gurgur, was willst du denn? Gurgur! Der unbemannte Münztransport. Finde ich okay. Kriegt man 200 Münzen für. Ist okay. Sammle alle Münzen. Okay. Wie so ein Lasergewehr. Oh Mann. Ist schön, wenn man über sich selber lachen kann, Leute. Ist super schön. Wenn es kein anderer tut, dann muss man es halt selber machen, nicht wahr? Sorry. Ich fand das so gerade so witzig. Okay, so, hier sind komische Kugelwillis. Mit den ganzen Namen habe ich auch noch irgendwie Probleme. Man merkt es vielleicht, wenn ich am Kommentieren bin. Mir fallen ab und zu die ganzen Nomen nicht an. Aber Nomen sind sowieso schwer. Ich finde Nomen richtig schwer, Leute. Wie bewertet ihr die Nomen? Also... Sätze ohne Nomen sind viel einfacher zu bilden. Ohne Witz. Ich finde, alle Nomen sollten einfach mit Dings da ausgetauscht werden. Hier, diese Dings da. Die fliegen hier alle rum und wollen mich treffen. Jetzt müssen wir auch so ein Dings darauf. Guck mal, hier oben ist auch so ein Dings da. Mit dem Dings da können wir uns nämlich umherdingsen. Und wenn wir das tun, dann sind wir hier drüben. Und dann ist da nämlich ein Dings da drin. Oh, der Dings da ist nach links gegangen. Oh, hier kommen noch weitere Dings da raus. Aus diesem Dings da. Oh Gott, wie sollen wir denn hier hochkommen? Ah, das Dings hat mich getroffen. Oh nein, jetzt brauchen wir ganz dringend ein Dings da, damit das hier alles gut wird. Oh oh. Oh Gott, wir brauchen ganz schnell ein Dings da. Ich habe richtig Angst vor den roten Dings da. Wäre doch viel besser, oder? Versteht man doch alles. So, ich habe jetzt trotzdem mega Angst. Kann hier mal ein Zwischenziel kommen? Muss ich nach rechts oder nach links? Da ist ein Ziel. Ich habe nicht alle Münzen mitgenommen. Nein, wieso? Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass ich überhaupt ein Ziel habe. Okay. Oh, wir müssen noch 13 Münzen mitnehmen. Ist das dein Ernst? Die finde ich doch niemals... Die finde ich wirklich niemals. Komm ich überhaupt nochmal zurück? Hä? Okay, da ist eine. Ich werde gar... Da ist ein Pilz. Den nehme ich einfach mal mit, würde ich sagen. Aber wo habe ich denn Münzen verpasst? Ich glaube, ich komme auch gar nicht mehr zurück. Kann man da runter? Oh, wo muss ich hin? Ah, da sind auch noch 4, okay. Nee, sogar 8. Okay, gar nicht so schlecht. Hätte ich das mal früher gewusst, dass ich alle Münzen mitnehmen soll.
Das hätten wir so einiges erspart. Okay, 4 Stück fehlen noch. Aber schön, dass man das ganze Level vor und zurück spielen kann. Also man ist nirgendwo aufgeschmissen. Da sind sie. Krass, dass wir das sogar tatsächlich hinbekommen. Ja, Lel. Und jetzt einfach den ganzen Weg wieder zurück. Habe ich ja jetzt schon zweimal gemacht. Kann ja nicht so schwer sein. Hin, zurück. Oh Gott, ich bin klein geworden. Oh Gott, ich bin klein geworden. Oh Gott, ich will einfach ins Ziel. Oh Gott, ich will einfach ins Ziel. Dankeschön. Wie kann ich 53 Münzen haben, wenn ich nur 50 einsammeln sollte? Ah, weil ich ins Ziel gegangen bin. Ja, okay, das macht Sinn. Das macht total Sinn. So, kleiner Gurgur. Hab ich gemacht, deine Aufgabe. Aber das Geld langt trotzdem nicht. Genau 1300? Ja, lel. Wir brauchen trotzdem noch 200. Hast du noch irgendwas? Okay, wir brauchen halt trotzdem noch Geld. Heißt, wir machen hier wieder irgendwelche Quests. Die Ballade vom Wandsprung. Oh nein, das wird schwer. Ich rutsche, rutsche, rutsche an der Wand entlang. Ich drücke, drücke, drücke B. Doch, ich hab mal wieder zu spät gedrückt. Ich falle, 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 ah yeah. Also dieser Nachwuchskünstler-Sänger ist irgendwie echt nicht so gut. Muss man einfach so sagen. Die Ballade vom Wandsprung. Wandsprünge muss ich auch noch lernen. Meint ihr, in der Story kommt noch irgendwann... Okay, das ist aber sehr einfach hier. Kommt noch irgendwann so ein Shell-Jump oder sowas? Das wäre nämlich mega assig. Die kann ich nämlich wirklich gar nicht. Die habe ich noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur theoretisch, wie sie gehen. Aber praktisch gar kein Plan. Okay, das ist super assig hier. Ist da vielleicht ein Pilz drin? Wird ein bisschen helfen. Merci. Oh, wieder ein Sidescroller. By the way. Könnt ihr aber mitsehen, wie viele wir hier... Wie viele Sidescroller wir hier haben. Besser klein werden, als zu sterben, sag ich ja immer. So, danke. Ich warte hier mal ein bisschen. Du. Okay, so nach oben hin darf man raus. Ich glaube aber trotzdem nicht zu weit, aber nach unten hin ist, glaube ich, schlimmer, weil da diese Suppe ist. Auch hier wieder richtig schöne Musik. Die ist so richtig schön chillig und der Hintergrund, ich mag diesen Hintergrund, der ist halt, den würde ich auch locker als Hintergrundbild bei meinem PC nehmen. Der ist nicht so vollgepackt. Also jetzt nur den Hintergrund. Der kann von mir aus auch so ein bisschen animiert sein. Okay, man darf doch nicht so weit nach oben raus. Gut zu wissen. Aber der Hintergrund ist schön chillig und er hat irgendwie was. Mag ich. Und dann noch mit dieser Musik. Ist schon alles sehr schön. So, guck mal, diesmal haben wir hier sogar noch unseren Pilz behalten. Wie gut sind wir denn? Neat. Das sieht voll lächerlich aus. Wie so ein großer Mario da so gefangen wird. So, das war super. Also ich glaube, das ist besser, wenn wir hier oben ein bisschen bleiben. Ja, guck mal. Funktioniert beim zweiten Mal doch viel besser. Mario oder Mario Paper, was? Mario Maker ist allgemein so ein Spiel, wo man ein Level spielt, relativ oft stirbt am Anfang, aber dann später richtig gut drin wird. Oh Gott, jetzt kommt hier noch so eine Schlange. Also, keine Ahnung, man muss ein Level so... Hey, okay, super assig. So fünfmal spielen, dann hat man es eigentlich immer raus. Egal, wie schwer das Level ist. Seit denn, es ist halt ein Kaizo. Mario Level, dieses Level wird, glaube ich, noch ein bisschen assig, wenn ich das hier so sehe. Kann man denn an einer Wand bleiben? Nee, er stößt sich immer ab zur anderen Seite. Egal, was man macht, auch wenn man nicht nach links oder rechts drückt. Ein paar mehr Pilze wären ganz nett, glaube ich mal. So, und wir müssen halt immer Zeit schinden, damit die Lava da ein bisschen schneller umhergeht. Wie die sich ja freuen, wenn sie einen greifen. Haha, ich hab dich, Mario. So, gibt's hier nicht irgendeinen Trick, dass ich irgendwo anders hingehen kann? Oh Gott, ich da. Ein Glück ist die Musik so chillig. Sonst wäre das hier, glaube ich, mega doof alles. Aber wenn die Musik chillig ist, dann ist das... Musik ist sowieso die halbe Miete von einem Level. Oh Gott, okay, das war super knapp hier. Wenn die Musik stimmt, dann hat man auch Bock, das Level zu spielen. Moment, lass mich mal kurz durch. Danke. Er springt halt auch immer so mega hoch. Okay, warte. Okay, soweit so gut. Waren wir hier schon mal? Ich kann mich... Doch, ja, hier waren wir und hier sind wir dann gestorben, oder? Nee, wir waren noch eine ganze Weile weiter. Okay, also man muss halt irgendwie das Ding hier auch benutzen, um von links nach rechts zu kommen. Oh Mann, ey, das ist super assig. Ja, auf die linke Seite will ich gar nicht. Ist okay, ich will diese 30 Münzen gar nicht. Hauptsache, ich komme hier durch. Speicherpunkt wäre ganz nett. Oh Mann, ey. Nein, nein, oh nein!
Schade. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Ich kann ja quasi in der Luft so eine seitliche Rolle machen. Dann habe ich doch auch mehr Zeit, oder? Oh, da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht diese Drehattacke mache, weil von der Drehattacke falle ich runter. Dann ist das vielleicht doch nicht so geil. Ich darf das höchstens auf jeden Fall einmal drücken. So, einmal rüber. Einmal rüber. Na, so richtig Zeit spart das jetzt nicht, möchte ich mal meinen. Nein, ich häng fest! Oh Gott. Ja, GG. Okay, ich glaube, dann schaffe ich das nicht. Wenn wir dann gleich wieder bei der Schlange sind, dann... Ich werde da garantiert getroffen. Oh Mann, diese Kack-Dinger da! Oh, ohne Flachs. Ich bin Mario, ich falle in die Grütze rein und sterbe einfach, weil ich nicht schwimmen kann. Ich bin zwar im Weltall und kann hier eigentlich gar nicht atmen, aber diese heiße Lava da, nee, die kann ich nicht ab. Mann, was bist du denn für ein Klempner, Mario? Ich glaube, ich muss das Level gleich abbrechen, wenn das so weitergeht hier. Dieses Kackding, das ist so assig gesetzt irgendwie. Oh, jetzt bin ich schon wieder klein. Ich schaffe das doch nicht als kleiner Mario. Ja, jetzt bin ich wieder viel zu weit unten. Ohne Witz. Jo, da kommt einfach noch einer. Wieder zu weit unten. Oh, man kann relativ stark auf nur einer Seite bleiben. Habe ich das zu früh ausgelöst? Ich bleib hier mal ganz lange drauf. Also man kann ziemlich diagonal. Ich glaube, das ist diagonal. Das Gegenteil von senkrecht, waagerecht. Ja, GG, fall halt auf die andere Seite rüber. Warum auch nicht? Findet jeder geil. Jetzt ist die Schlange einfach zu kurz. That's what she said. Okay, also es ist auf jeden Fall möglich, relativ waagerecht hier zu springen, aber auch an Höhe zu gewinnen, wenn man will. Geht tatsächlich beides. Und genau dafür sind solche Level halt wieder geil irgendwie. Obwohl die halt mega nervig sind, sind sie auch irgendwie geil. So zum Training ganz gut. Okay. Ja. Runter. Springen, springen. Da kommt wieder ein zweiter. Wir bleiben nochmal ein bisschen hier oben. Gehen auf der rechten Seite lang. Jetzt kommt gleich die Schlange. Wenn wir zur Schlange hinkommen als großer Mario, dann bin ich doch schon ziemlich zufrieden. Okay. Die Sache ist halt, wenn wir in die Grütze fallen, dann sind wir trotzdem sofort instant tot. Heißt, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, nicht zu hoch zu sein, so wie eben. Weil sonst gehen wir wieder drüber weg und das wollen wir ja nicht. So, Concentration, Dizzy. Concentration. Wir kriegen das hin. Nicht oben drüber, aber auch nicht... Oh. Okay. Jetzt mal so ein Checkpoint wäre ganz geil. Oder halt das Ende. Ist schon ganz schön fies gemacht hier. Ja, den nehme ich mit. Ist okay. Kann bitte eine Plattform kommen? Danke. Ist das bitte das Ende? Ist das bitte? Wieso bist du nicht das Ende? Wieso bist du... Oh. Bärstein ist ins Nichts gefallen, ey. Oh, ich war richtig ausgerastet. Danke, dass das das Ende war. Solche Sprünge sind aber auch assig. Einfach ins Nichts reinspringen. Super gemein. Jetzt bin ich aber happy, dass ich es geschafft habe. Nice. So, hier, ich habe jetzt genug Geld. Lass mal das Dach fertig bauen. Ja, Hauptgebäude, Dach. Müsste an sich das letzte vom Königreich sein. Außer halt noch das Bild von Peach, was er dann rein muss. Wuhu. Gelb und wütend. Was das wohl sein kann? Heute erwartet uns ein bedeckter Himmel mit Aussicht auf tiefliegenden Sonnen. Wir empfehlen, die Wolkenschicht zu benutzen, um einen Sonnenbrand zu vermeiden. Geht klar. Ein Glück haben wir die Meteorologen. Ach, dieser eklige Stil. Gibt's diese Sonnen nur in diesem ekligen Stil? Nee, ne? Die gibt's schon in jedem Stil. Oh, ich liebe dieses Lied. Das war mein Lieblingslied bei Mario Stage Dancing Mix tatsächlich. Das ist ein Mario-Spiel mit so einer Tanzmatte, wo man ja halt im richtigen Rhythmus... Tanzmatte, das sagt ja schon... Ihr wisst schon, was ich meine. Ein Tanzspiel! Tanzspiel mit so einer Tanzmatte für ein Gamecube. Fand ich mega geil und da gab es auch dieses Lied. Da war es aber der Dancing Stage Mario Mix, glaube ich. Stimmt doch gar nicht, das war gar nicht mein Lieblingslied. Mein Lieblingslied war irgendwie der Mario Walzer oder sowas. Aber das ist auch ganz geil hier. Nein, da war das Mittelziel!
Wieso sterbe ich immer vom Mittelziel? Das ist nicht so cool. Damit ich die Musik von Anfang an nochmal hören kann, stimmt. Das war alles Absicht. Jetzt renn ich hier durch, denn ich kenne das Level ja jetzt schon, deswegen kann mir gar nichts passieren, denn ich bin jetzt ein Profi, denn die Nintendo-Leute sind zu langsam. Ist das mein Ernst? Ich falle einfach genau in denselben Abgrund nochmal rein. Nein, Luigi, halt die Klappe. Ich bin hier der Star dieser Show. Das Spiel heißt Mario Maker, nicht Luigi Maker, also halt die Schnauze. Aber hier kann man trotzdem sehr, sehr schnell durchlaufen. Die Sonne macht halt auch absolut gar nichts. Hui! Okay. Bitte nicht treffen, Sonne trifft auch nicht und die sind nett und bringen uns hier rüber. Dankeschön, einfach mal ein bisschen chillen, Dizzy. Einfach mal ein bisschen... Oh nein, das mache ich nicht. Nein, 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 nein. Oh, ich muss das machen, na gut. was kommt denn hier an? Okay, Wolken. Die gehen aber jetzt nicht weg oder so, ne? Warum denn Wolken? Ah, okay! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe einfach nur auf die Münzen geachtet, die da oben waren. Und nicht, wo die Wolken hingehen. Oh. Mann, wieso gehe ich denn da mal rein? Mario, mach das jetzt. Mario, du kannst dich davor nicht drücken. Du machst jetzt hier das Wolkenlevel. So, warte, wir bleiben jetzt auf den beiden hier. Dann kriegen wir nämlich richtig geil die zwei Münzen. Und wir müssen unsere Plattform wechseln. Hä? Ah, nein, Moment. Ey, ich bin einfach der dümmste Spieler aller Zeiten. Aber ich find's geil, dass die Musik immer wieder neu anfängt. Habt ihr eine Lieblingsmusik bei Mario, Leute? Wisst ihr den Titel davon? Hattet ihr auch dieses Dancing Stage Mario Mix Ding? Gamecube, hatte die überhaupt eine Gamecube? Das war auf jeden Fall richtig geil. Ich habe das richtig gern gespielt. Und ich habe das dann auch immer mit Freunden gespielt. Und mit denen habe ich das aber nur so gemacht. Ich habe dann immer halt auf dieser Dancing Mat gespielt, was halt Spaß macht und auch toll ist und cool ist und man viel besser im Rhythmus sein kann. Aber man konnte es auch im Multiplayer spielen. Ich hatte aber nur eine dieser Matten. Und meine Freunde mussten dann immer auf dem Gamecube-Controller spielen und quasi immer im richtigen Moment nach links, rechts, A, B drücken und so. Ist mega dumm, macht wahrscheinlich auch gar keinen Spaß. Aber wir haben dann immer gesagt, ja, wenn du dann mit dem Controller gewinnst, dann darfst du, oder der Gewinner darf das Pad benutzen. Aber ich durfte natürlich immer als erstes das Pad mitnehmen, weil das war ja mein Spiel. Und Ende der Geschichte war dann, dass ich quasi immer nur am Tanzen war und meine Freunde die ganze Zeit mit dem Pad da rum hantieren mussten, obwohl das halt überhaupt gar nicht ging. Ja, so ein Freund bin ich, aber ich glaube, das macht jeder, oder? Man gibt seinen Freunden ja auch den schlechten Controller. Wenn man Multiplayer spielt und man selber... Nein, da war eine 10er Münze. Man selber behält dann den guten Controller für sich. Und den versifften Scheiß-Controller, den kriegen dann immer die Freunde. So richtig assig. Ja komm, ein Level kriegen wir noch reingedrückt. Seite 10. So ein Zweier-Level, ja easy. Freier Fahrt für Koopa. Oh, Koopa-Autos, die sind neu. Koopa-Autos sind so gut, gehen erst beim dritten Unfall kaputt. Außerdem kann man mit L wenden, um die Scheinwerfer tun gar nicht blenden. Ja, das ist schon besser. Der Nachwuchsmusiker wird auf jeden Fall immer besser. Erreicht das Ziel im Koopa-Auto. Das Koopa-Auto, das haben wir noch nie gesehen. Ich habe es auch noch nie gespielt. Keine Ahnung, wie sich das fährt. Aber es ist halt tatsächlich ein Auto. Voll witzig. Einfach ein Auto in Mario. Why not? Weiß einer Bescheid, ob es das nur in Mario Maker gibt oder... Sorry, das ist jetzt... Never mind, Instant Karma. Guten Tag, das ist jetzt mein... Oh, das war schon wieder so knapp. Mein Auto. Okay, man kann nach links und rechts steuern. Das macht anscheinend auch alles kaputt. Hui! Sterbt, ich habe ein Auto. Ich bin ein Massenmörder. Pow, oh ja, das macht Spaß. Jetzt verstehe ich auch, warum... Nee, okay, das sage ich lieber nicht. La 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 la, Autofahren macht Spaß. Oh, ich würde auch gern wieder Autofahren. Ja, geil. So gefällt mir das richtig gut. Vor allem, wenn ich unter Zeitdruck bin. Ja, ganz an den Anfang fahren. Das ist immer richtig geil. Ach man, ich würde wirklich gern wieder Autofahren. Warum haben meine Eltern mein Auto geschrottet, als ich in Japan war? Das ist nicht cool. Sonst hätte ich jetzt noch ein Auto. Und sie haben mir kein neues Auto gekauft. Und ein neues Auto kann ich mir nicht leisten. Das ist alles so sad, Leute. Ach, aber Autofahren... Nein! Autofahren macht eigentlich voll Fun. Oh, diesmal fahren wir nach rechts. Ich glaube, ich schaffe das nicht in der Zeit. Ich glaube, ich bin zu langsam dafür. Ist quasi auch ein Speedrun, nur mit dem Auto hier. Der hier ist aber mega assig, dieser Sprung. Der nächste hier, der hier. Hüpf doch darüber. Und nochmal.
Okay, okay. Nice, nice, nice. Oh Gott, oh Gott. Kriegen wir das auch hin, ins Ziel zu kommen? Oh, okay, einfach rüberfahren wahrscheinlich. 31 Sekunden. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Dafür bin ich, glaube ich, ein paar Mal zu häufig stehen geblieben am Anfang. Bin zurückgefahren. Ohne Navi ist das aber auch schwer, muss ich sagen. Oh. 20 Sekunden. Oh, das wird knapp, glaube ich. Ich glaube, das wird knapp. Oh nein, geh doch weg. Okay, mit dem müssen wir rüber. So, der ist ein bisschen zu stark für uns. Komm, Ziel, Ziel, Ziel. Ziel. Das sieht sehr nach Ziel aus. Okay, danke. Oh Gott. Okay, diese Automechanik ist aber auch geil. Auch, dass man da gegen diesen einen Typen gegenbumpen konnte und so. Schon witzig, schon witzig. Ich muss sagen, diese lila Bumper sind mir auch sehr sympathisch. Ich weiß nicht warum. Irgendwie haben die so ein Nostalgie-Feeling. Ich weiß nicht mal, woher ich die kenne, aber irgendwie lösen die was in mir aus. Ich weiß nicht. Aber ja, dann war es das erstmal mit dieser Folge. Ich glaube, in der nächsten Folge können wir schon fast das... Also das Schloss haben wir da auf jeden Fall fertig. Ob wir auf die 100% kommen, bin ich mir nicht sicher. Aber bald, bald ist die Story fertig für alle, die hier keinen Bock mehr haben, dass ich deren Abo-Box voll spamme mit der Story. Also ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.